schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir machen uns heute einen ganz leckeren Käsekuchen mit Mohn. Der schmeckt echt super lecker. Ich esse das sehr gern. Der Thorsten braucht nichts zu sagen. Aber ich darf hier auch noch was backen, was ich gerne esse. Letzte Woche hatte ich ja den Apfelkuchen. Da waren jede Menge Äpfel drin und heute bin ich mal dran. Nun gut, ich habe jetzt hier eine 26er Springform, die werden wir jetzt auch noch schön einfetten. Manche machen noch ein bisschen Backpapier ohne drunter, das könnt ihr natürlich auch machen. Und für den Mürbeteig brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier 300 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver brauchen wir, ich habe 70 Gramm Zucker. Und? 70 Gramm Zucker, dann brauchen wir natürlich ein Ei und ich habe hier 150 Gramm weiche Butter. Also jetzt müssen wir beide schon lachen, also Thorsten hat mir eine Schüssel gekauft. Die ist wirklich sehr schön, echt super. Okay, dann packen wir doch jetzt auch alle Zutaten rein. Ich benutze die Knethake und wir kneten das Ganze dann einmal durch. So, wir haben jetzt das schön durchgeknetet. Ich lasse mir jetzt ein Drittel drin, dass wir später noch ein paar Streusel, also es sind wirklich nicht viel, aber ein paar Streusel ein bisschen schön oben drauf verteilen können. Und jetzt nehme ich mir die Hälfte. Also drei Viertel, aber ich nehme erst die Hälfte, gebe mir das ein bisschen in die Springform rein und drücke das einfach ein bisschen an und mache mir auch so einen Rand. Das haben wir jetzt schön gemacht. Das stelle ich jetzt erstmal in den Kühlschrank und das letzte Drittel werde ich wohl umfüllen und dann auch in den Kühlschrank stellen. So, wir können jetzt mit der Füllung weitermachen. Ich habe jetzt hier so Mohnback oder eher gesagt so Mohnfix geschenkt bekommen. Weil die wollten was backen, konnten es dann doch nicht und wollten es, ja, und hier und da. Und da sagt, ja, natürlich, nämlich, kriegen wir hin. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier ein Päckchen Mohnfix oder Mohnback, das kriegt man ja auch überall zu kaufen. Da sind 250 Gramm drin, das brauchen wir dann auch gleich. Wirklich schmeckt super lecker. Das müsst ihr echt probieren, das ist Wahnsinn. Okay, ich habe jetzt hier 200 Milliliter Sahne habe ich hier. Ich habe Päckchen Vanillepuddingpulver. Dann habe ich hier 2 Päckchen Speisequark. Ich habe jetzt 40% genommen, ihr könnt aber auch Magerquark nehmen, also das wären dann 500 Gramm. Dann habe ich hier noch 3 Eier und 180 Gramm Zucker und dann brauchen wir noch 150 Gramm Butter. Ich habe jetzt mal Rührgerät geholt. Hätte ich auch vorhin mit kneten können, aber okay. Gut, ich habe jetzt die Zucker, also der Zucker und die Butter, die kann man jetzt 2 Minuten lang schon schlagen. Dann können wir jetzt die 3 Eier einzeln dazugeben. Jetzt können wir auch den Quark schön hineingeben. Das Vanillepuddingpulver, Päckchen können wir jetzt auch dazugeben. Ich habe natürlich auch ganz normale Pflaumenmohn da, aber das geht auch. Wirkt super lecker, das können wir jetzt auch dazugeben und alles weiterrühren lassen. Ich habe die Maschine jetzt mal kurz ausgemacht. Ich nehme da gerne Sahne, weil nur Quark, da hätten wir jetzt ein Kilo Quark oder sowas, das mag ich persönlich halt nicht so gerne. Schmeckt super, aber ich wollte es mal ein bisschen anders da machen, deswegen nehmen wir 200 Milliliter Schlagsahne, die kommen da rein. Und auch später nicht wundern, die Masse ist etwas cremiger. So, jetzt können wir sie wieder anmachen und können die Sahne dazugeben. So, jetzt haben wir beides wieder rausgeholt. Die Masse, also wirklich, die ist super. Ihr könnt euch jetzt nicht, ihr hättet euch vorher überlegen können, ihr könnt den Mohnback auch unten auf der Boden machen und die Masse dann drauf. Da habt ihr 2 schön geschichtete, aber ich wollte es mal so haben. So, die Masse, die kann man jetzt auch drauf geben, die restliche Streusel drauf und ab in den Backofen. Und das Ganze jetzt bei 180 Grad oberen Unterhitze für 1 Stunde und 15 Minuten. Unser Käsekuchen ist fertig. Seht ihr, wie sehr schön cremig der geworden ist. Wie gesagt, ich hatte ihn jetzt wirklich 1 Stunde und 15 Minuten drin. Ich habe ihn rausgeholt, habe ihn abkühlen lassen und habe ihn jetzt nur so ganz leicht mit Puderzucker bestäubt. Und der ist so mega lecker. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Macht es nach, sagt mir Bescheid, wie es euch und lecker. Mir schmeckt's gut. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.